Hallo meine liebe Community und Family, ich bin's wieder, euer Giermanico und liebe Zuschauer, mit der neunten Folge von Batman Arkham Asylum. Wir haben in der letzten Folge ja Bane kräftig in den Arsch getreten. Mal gucken. Och man, Anschlagen gibt's nicht mal. Dann mache ich eben den Profi-Kick. Glaubst du? Und zack, Ellenbogen gegen den Kopf. Kann ich da hoch? Ah! Hehe! Das hast du gefunden. Tut mir leid, eine Herausforderung war das nicht. Mir lief nur die Zeit weg. Oh. Scheiß, was das Besondere an Deadman's Point ist, es ist seit über 100 Jahren ein bevorzugter Ort für Selbstmorde auf Arkham Island. Ja, ich weiß. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen unter ihm zu springen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. Alles klar. Batman, zweites Zuhause, kann man so sagen. Mal sehen, was es mal du nicht. Das ist doch bestimmt wieder so ein Fragezeichen-Rätsel. Bestimmt. Ja, ich bin hier. Jetzt geht's aber ans Eingemachte hier. Du meine Güte. Halt die Klappe. Auf Fäuste, ich hab die Flagge gesetzt. Und Ruhe jetzt hier. Geh schlafen. Meine Fresse. Nerv nicht. So. Bin ab zum Zuhause. Ja. Ja. Zack. Okay. Auch damit wir alle ab. Oh, guck mal. Als Gothams Venen sich mit Schmerz und Leiden füllten, konnte man die Auswirkungen überall spüren. Mein Vater starb zuerst. Von einer widerlichen Krankheit befallen. Meine Mutter lebte weiter, aber nur in einem Wachtraum. Ich kehrte in unser Haus zurück, wo ich mich um meine pflegebedürftige Mutter kümmerte, solange ihr Körper noch atmete. Wegen ihrer Tränen konnte ich nachts nicht schlafen. Alles klar. Ist eine interessante Geschichte. Ja. Guck gerade hier, ob Riddler irgendwas versteckt hat. Lalalalalala. Interessant. Ach, Riddler, du machst es mir echt so einfach. Diese Trophäe war ein Test. Gut gemacht. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. Ja, komm, gib zu. Oh, schöner Ausblick.
Und 10 Punkte Landung. Sorry, dafür muss ich ihn 10 geben. Identität bestätigt. Gegenmaßnahmen verhindert. Sicherheitssystem deaktiviert. So, ich will jetzt mal kurz hier was gucken. Oh, ist ja schön. Ein Blick auf die Stadt. Muss auch mal sein. So. Na? Ah. Ah, eine Dusche. Los. Los. Dann wollen wir mal an den Computer gehen. Dr. Young betreute ein Projekt. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind Ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten Sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Jo. Oh Gott, ist Joker verrückt genug, das zu tun? Ja. Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Mein neues Spielzeug. Kann auch Gegner befestigen. So. Ich folge ihr. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Jo. Dr. Young. Entschuldigung? Na? Entschuldigung. Penny Young war stets eine brillante Studentin, die für ihre berufliche Karriere alles getan hätte. In ihrem Umfeld galt sie als eiskalt und brechende Frau, die sich einzig und allein auf ihr aktuelles Projekt konzentriert. Schließlich engagierte sie Quincy Sharp, Anstaltsleiter von Arkham, als Leiterin der internen Forschungsabteilung und betraute sie mit den Heilung der besonderen schwierigen Fälle unter den Superschurken von Gotham City. Ja. Auf Deutsch. Verrückt. Ah. Ich chille mal. Zack. Der Weg ist frei. Jetzt kann ich auch in der medizinischen Abteilung teilweise was holen. So. Kann ich auch Lüftungsgitter? Yep. Und. Batman, schwerste Arbeit, wa? Tut mir leid, Boss. Es hat etwas länger gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hattest. Oh, das tut mir leid. Ich versuche das nächste Mal besser aufzupassen, wenn ich eine Insel in meine Gewalt bringe. Schlaf. Tief und fest. Meine Reise dauerte über einen Monat.
Da ich Seminare in Keystone und Metropolis belegte, kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung. Mhm. Ich startete gut gelaunt in den Tag und als ich nach Hause fuhr, wollte ich meine Frau und die Kinder sehen. Ich beendete ihn in ihrem Blut liegend, während Fragmente meines Lebens durch tropfende rote Finger rannen. Alles klar. Der Typ hat es echt nicht gleich gehabt, so. Ich muss doch... Ach, da fehlt mir das andere, ja. Ich muss jetzt kurz mal was gucken. Nee. Nein. Nein, 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 nein. Na, verstecken wir erstmal meine Rüstung. Hier haben sie das echt einfach gehalten am Anfang. Ich brauche hier aber nämlich was anderes. So, mit O. Ja, Batman, du stinkst. Ab, geh duschen. Wieso sind wir die, die versuchen, sie zu öffnen? Das ist nicht mal der Haupteingang. Und da. Und schlafen. Jo. Ah. Und zieh an. Alles klar. Nett. Als Schlampe bezeichnet. Hey, Killerkorb. Ich werde dich finden und dein Fleisch wie Papier zerreißen. Ja. Alles klar. Killer Croc. Ich habe mich noch mehr mit Dr. Young beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor 2 Monaten. Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. Mhm. Oh, die Gebisse nerven. So, da war noch eine Mauer, die ich kaputt machen konnte. Riddler, du machst dir echt nicht so viel Mühe, oder? Viele Seiten, aber nur einige sind sichtbar. Ich hasse solche Rätsel. Ach, das war diese Scheiß-Map, ja. Fick dich. Ich hasse die.
Ich hasse die. Aus mehreren Gründen. Hey, das ist komisch. Die Zahlungen auf Dr. Youngs Konto haben nicht direkt aufgehört. Sie wurden abgelehnt. Dr. Young hat ihr Konto sperren lassen. Sieht aus, als ob sie sich's anders überlegt hat. Sie hat versucht, die Zahlungen zu blockieren. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen, auszusteigen. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Genau. Hätte ich mir denken können. Das ist doch unser Joker. Ich habe ihren E-Mail-Account geknackt. Zwei E-Mails sind auffällig. Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, wegzukommen. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Naja, Jack White. Es ist ein langes Hin und Her. Sie bittet darum, das Experiment zu stoppen, weil es gefährlich wäre. Er hört nicht drauf. Mal sehen. Abwechselnde Drohungen an ihre Familie, ein paar schlechte Scherze, ein Bild eines toten Babys und eine Drohung. Und weiter? Er sagt, ich werde dich holen. Ich will das, wofür ich bezahlt habe. Ja. Dann noch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Dann ist klar, warum sie solche Angst hat. Ich komme an die Oberfläche. Ich finde sie. Alles klar. Und hier lang. Alles klar. Nein, ich will nicht abstürzen. Nein, 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 nein. Böser Batman. Böser Batman. Böser, 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 böser Batman. Wenn du jetzt abstürzt, dreh dich zum Arsch. Nach die Trophäe. Ha! Ich hätte es nur einfacher machen können, wenn ich es auf die Motorhaube deines lächerlich prahlerischen Autos geschnallt hätte. Ja. Jo. Ich muss hier irgendwann hier wieder zurück, weil da wartet noch eine Trophäe auf mich. Und Ritterrätsel. Da komme ich, glaube ich, auch nicht hin. Ne, probiere ich das gar nicht. Da brauche ich echt dieses andere Gerät, wo ich mich von einer Seite nach der anderen bewegen kann. Guck mich an, Batman. Guck mich an. So. Und Tonband. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 2. Name des Patienten Waylon Jones alias Killer Croc. Kommt jetzt der Teil, wo Sie versuchen, mich zum Nachdenken zu bringen? Wo Sie herausfinden, warum ich es getan habe? Doc. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Mr. Jones. Sie denn eine Behandlung für mich, Doc? Können Sie mir helfen, wieder normal zu werden? Normal ist kein schönes Wort. Keiner ist wirklich normal, oder? Könnte sein. Wie wär's damit, Doc? Sie lassen mich gehen und ich fresse Sie nicht. Sie fressen keine Menschen. Das ist nur ein Großstadtmärchen. Glauben. Das ruhig weiter, Doc. Ja. Killer Croc frisst Menschen. Kann angehen, kann auch nicht angehen. So. Ne. Beweg dich. Und sprühen. Sprüh, sprüh, sprüh. Freiheit!
Da geht's tief ab. So. Ja, ja, habe ich. So. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. Na, wo kann das sein? Aha. Und tschüss. Ja, ja. Ich bin Batman. Streitangriff. Juhu. Und weiter geht's. Zack. Bruce Lee-mäßig. Wolltest du mich gerade schlagen hier? Schlafen. Ho! So macht man das. Alles klar, nach Ost, Arkemilla. Jetzt hier nach Ost? Yep. Was ich jetzt mich ganze Zeit frage. Ich muss noch mal da hoch. Sehen wir der Wahrheit ins Auge. An der Wand sind zwei identische Stellen. Okay. Objekt, warte. Zack, gelandet. Gut, dass ich nochmal einen Blick drauf geworfen habe. Irgendwas war hier mit einem Fragezeichen, das weiß ich noch. Vielleicht finden wir das hier in der nächsten Folge raus. Ich glaube eher nicht. Wir gehen dann nächste Folge weiter nach dem Osten und machen da ein bisschen was unsicher. In dem Sinne sage ich wie immer, zack, gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gematico ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hat, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.